So, hallo, So! wir machen weiter bei Among Us Part 4 mittlerweile. Wir haben eine Sache geändert, und zwar zwei Sachen haben wir geändert. Und zwar, dass Rauswürfe jetzt nicht mehr bestätigt werden. Das heißt, es ist ein bisschen spannender zu gucken, ob man wirklich richtig lag oder nicht. Das erfährt man erst am Ende, wenn es dann einen Sieger gibt. Und dadurch haben wir aber dann die Kill-Wartezeit 5 Sekunden erhöht auf 330 Sekunden. 300 300 Millisekunden. Sekunden. Okay, das war alles. Sind alle bereit? Wir haben aber Ja. die Hallo. 100 Pro. Jetzt ist immer noch Geld. Falls ich einfach mal stehen bleibe und nichts tue, dann ist meine Pizza da. Ja, das. Darauf würde ich jetzt auch warten an deiner Sehr cool. Stelle. Ich bestelle dann auch die Pizza, wenn alle sagen, dass ich suspicious bin. Okay, Auto, haben wir was zu Okay, tun? Da bin ich ja das gleich hat bei richtig mir dann lange gedauert. losgelaufen. Oh ja. Ja, let's go. Dani ist mit mir mit. Es ist Let's go. gefährlich, da direkt reinzugehen, aber was soll man tun? Okay, Dani hat die Challenge. Dani hat seinen Kram gemacht. Vielleicht, vermutlich, man weiß es nicht. In Shields habe ich was. Oh, nö. Okay, machen wir erstmal O2 in Admin. Da muss ich jetzt schon hin. Okay, wieso. Ach, fuck, es ist der Reaktor. Oh, nee. Es ist der Reaktor einfach. Okay, jetzt hat sich das erledigt. Hey, Dani hatte zweimal die Möglichkeit, mich zu killen. Dani hatte zweimal die Möglichkeit. Oh, da bei Reaktor habe ich. Oh ne, das ist die lange Aufgabe, ne? Gott. Mein Gott. Furchtbare Aufgabe. So, das war jetzt Zünni, der die da macht. Veit ist hier auch und. Oh, wir sind eingesperrt. Gar nicht mitbekommen. Der geht hier lang, der geht hier lang. Dani ist wieder hier. Dani ist für mich relativ clear. Oh nee, okay, die kann ich aber starten und dann später wiederkommen. Veit muss da was scheinbar machen. Gehen wir zu Admin, machen kurz die Karte. Da liegt nirgendwo eine Leiche, das gibt's doch nicht. Also soll mir recht sein. Okay. Okay, Dani. Explain yourself. Ja, Dani, also ich war gerade in Shields und Dani war unten in, wie heißt das, Communications und hat da einfach vor meinen Augen quasi gekillt. Ja, Nee, okay. was? Hä, was? Ich hab. Ja! Nico, ich Stopp, hatte stopp, dich die stopp, stopp, ganze stopp, Zeit stopp, auch stopp, so im stopp, Hype stopp, stopp, gesehen, stopp, ne? stopp. Ja, stopp mal. Oder Nico, dich habe Im ich die Moment ganze hat Zeit Nico auch so einfach nur verfolgt. Dani Was? geblamed. Ja, Ja, er hat vor ich meinen hab in Augen. Communication. Ich hab nicht vor deinen. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wo du warst. Aber Ja, in Shields. Also Warum das sollte Ding Nico ist, ich jetzt habe jetzt lügen, wo sehr so oft in viele meiner live sind? Aufnahme gesagt, dass Dani safe ist. Der hatte so oft eine Möglichkeit, mich zu töten. Wir haben uns so oft getroffen. Ja, ich habe ihn auch ständig am Anfang Ich gesehen, meine, es aber kann es ist auch. natürlich. Es sind Alter, auch ich habe zwei gerade. Leute tot. Wir haben ewig gespielt, es sind Ja, zwei Leute tot. und es könnte ein Cooldown gewesen sein, ist ganz klar. Okay. Nee, das wurde Colin, einfach dann bist. Alibi. Also, wenn jetzt Tani. Ich finde es nur gerade Genau. interessant, Also, dass das sozusagen der, ganz kurz den ich sagen, was ich gemacht in der habe? Aufnahme mal safe angesprochen habe, dass der jetzt. Aber klar, Also, ist möglich. darf ich ganz kurz sagen, was ich gemacht habe? Ich habe Ja. in Communication meinen Task gemacht und bin hochgegangen. Und da war, Ja. wer ist gerade gestorben? War Xehan, glaube ich. War Ja. auch noch mit dabei. Und ich habe Nico gar nicht gesehen. Und dann reportet Nico. Ja. Und claimt, dass ich direkt gekillt habe. Da muss ich kurz Ja, was wissen. Wo, natürlich. Nico? Moment, du warst mit Xehan. Du hast gerade gesagt, du warst mit Xehan und danach reporte ich. Dann kannst es ja nur du gewesen Du sein hast ja oder gerade gesagt, du hast ihn reporten. gesehen, wie er Genau, ihn dann kann getötet das. hat. Ja, ich Ich habe dann wollte ja gerade auch sagen, gesehen. hast du gesehen, wie ich weiß jetzt getötet nicht, habe? warum Ich ihr habe dich dich da nämlich nicht nicht mitgesehen. gesehen. Ich habe dich gesehen und die Blut, das Ich Blut muss und dann bin sagen, ich ja ich direkt muss auch wieder mich mal reingekommen. einmischen, weil ich war die ganze Zeit neben Nico und also nicht.
direkt neben Nico, aber ich habe Nico öfter gesehen. Mhm. Er war zum Beispiel mit mir im Electrical, glaube ich, ne, Nico? Waren wir, ne? Ja, ich war auch genau, mit, genau. Dann waren wir im Storage zusammen. Und Ricky. Wir waren alle drei Storage öfters zusammen. War heftig. Nico aber hat die Kill-Animation gesehen, deswegen verdächtigt er Dani. Aber ich muss sagen, wenn Nico... Ja, ich verdächtige nicht, ich weiß 100%, ich habe ja gesehen. Wenn, guck mal, wenn aber warum sollte... Ja, das... Wenn er lügen würde, dann würde es uns das auffallen. Dann müssten wir ihn rauswählen nächstes Mal. Wenn er, ja, wenn er sagt, er hat es gesehen, ja, mich gerne mit dann. Aber wir wissen doch nicht, weil dass wir falsch liegen oder richtig. Ja, aber das, kann, das ist noch kein Beweis, Conan. Nee, nee, ich sag ja, ich bin hier mir noch zu... Oh, es ist schwierig. Ich meine, ich werde... Also wenn er das also gesagt mir, hat... Ich bin mir sicher, dass es Nico ist, aber es ist... Dani war hinten, Mick Sean und ich war in der Mitte und ich habe ihn halt killen gesehen. Ich habe dich komischerweise nicht gesehen und du behauptest, ich hätte gekillt. Ja, du behauptest nur, mich nicht gesehen zu haben. Oder also vielleicht hast du ja wirklich nicht gesehen. Aber warum, sollte ich, sollte ich denn jemanden killen, wenn ich dich sehe? Ja, das dann hast du mich vielleicht Sinn. Nicht gesehen. Dann. Aber ich war ja auch schon auf die Ecke. Ich hast, war du ja mich, hast du mich denn dann killen sehen? Hast du mich ja, killen? Ich habe dich jetzt schon gestimmt, aber... Tut mir leid, Dani. Mich killen sehen? Nein, er sagt, er hat mich killen sehen, aber ich, hat gleichzeitig nicht, mich gar nicht, dass ich kann ihn nicht gesehen haben. Ich glaube nicht, dass es Nico war, weil ich sag, Dani ist es nicht. Nein, du siehst es ja nicht. Heftig, Alter. Stimmt, wir sehen es ja nicht. Aber, richtig. Jetzt muss ich ruhig sein. Nein, Hilfe, was habe ich jetzt gedrückt? Wollte ich nicht. Richtig, wir sehen es ja nicht. Oh, verdammt. Stimmt ja, es bleibt... Nein, wo muss ich hin? Da, passt schon. Okay, kann ich das schnell machen? Ja, okay. Und dann muss ich zu Dings wieder gehen, ne? Admin. Ricky, Nico. Okay, die haben schon geleert. Die haben geklärt. Wer von beiden hat jetzt... schwierig. Okay, die machen das alle gerade. Das wird schwierig. Warte, ich kann mir die Namen... Ich kann mir immer nicht merken, wen ich sehe. Das ist gar nicht so einfach. So, Communications machen wir fix. Counter. Bleibt hier... Okay, Counter kommt nicht zurück. Ich meine, er hätte einen Kill-Count... Nico? Nico kommt... Okay. Beide haben es nicht genutzt. Nico hat's nicht genutzt, Count hat's nicht genutzt. Ich muss hier irgendwo die Klinik. Ach ja, Klinik muss ich fertig machen. Oh nee, das dauert so. Oh, Reaktor. Haben wir Zeit? Ja, 20 Sekunden, 19, 18, alles gut. Schaffe ich schnell genug hin. Da komme ich schnell genug hin. Ja, haben sie schon gemacht. Ich muss nur noch das hier machen, dann habe ich meine Tasks fertig. Wir könnten über Tasks gewinnen. Gewinne nicht über Tasks. Noch nicht. Geh wieder auf. Da wird gerade fleißig geguckt. Kuckuck, hallo, hier bin ich. So. Zack. Und fertig. Ich habe meine Tasks durch. Jetzt kann ich genauso hier mich irgendwo zur Ruhe setzen. Und vielleicht Kameras gucken. Habe ich noch nie gemacht. Gucken wir mal. Okay, oder ich helfe aus mit O2. Geht natürlich auch. Dann helfen wir mal fix aus mit O2. Jetzt ist die Frage, ob jemand oben oder... Ich gehe mal hier runter. Hey, Leute, was ist das? Da liegt einfach... Ich wollte gerade zu O2. Ja. Wer war das jetzt, der da daneben stand? Orange, das oder? Das war Orange, ja. Halt. Ja. Wo waren wir überhaupt? Ich habe gerade in Admin das Oxygen gefixt und lauf zurück und dann sehe ich, wie Orange. Ja, eben, und ich komme da gerade von oben runter und wollte gerade O2 fixen und dann liegt da einfach eine Leiche und Orange steht daneben. Ja. Wo genau lag die Leiche? Aber vor euch ist am das Eingang klar, von ja, weil Admin. Am Eingang von Admin. Am Eingang von Admin. Und da waren wir halt alle. Ja, also ich war in Admin, ich habe aber das dann aber auch ist gerade. Aber ist Jan so, Entschuldigung. Okay, ich sag nicht doof. Ist Jan so Ricky, unvernünftig so. Und killt, während du da drin bist? Ja, offensichtlich. Ricky, von wo bist du gekommen nochmal, nur damit ich das klarifizieren kann? Weil ich war zusammen mit ihm bei O2. Ich will nur wissen, woher du gekommen bist. Von unten? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen, der nicht O2 gefixt ist und dann nach oben gegangen ist zu Weapons. Ich
weiß, ob man ich war erst so Tour drin, dann bist du reingekommen, dann hatte ich Angst, bin ein bisschen zurückgegangen und dann wieder rein, weil ich das so nervig fand. Ich würde jetzt gerade mal gerne hören, was Jan zu sagen hat. Ich esse. Ja, wir haben uns in der Runde Essen bestellt. Conan, weil du meintest, Jan wäre nicht, würde das nicht machen, da einfach rumstehen, aber wenn er nicht im Poster wäre, hätte er reported. Also selbst wenn er ist, hätte er Ich hab Jan ein bisschen beobachtet über die Security Cams und manchmal war es so suspicious, wo er jemand hinterher, da hat er plötzlich gewechselt. Mhm. So, aber das ist wirklich nur ein Indiz, das ist keine Beschuldigung. So. Ja. Ich habe aber die Beschuldigung, dass er da einfach rumstand neben der Leiche. Okay, Nico, das merke ich mir. Für die nächste Runde, falls es nicht ist. Nee, es muss auch schon sein. Ja, okay, muss sein. Das war, ich würde auch das war sagen, ich denke, wir sind durch, weil wir haben Dani raus und ja, Dani ja, raus. Ja, ja. Das war die Runde. Ich habe Jan eben auch gesehen, er hat gekillt und hat, glaube ich, nicht gesehen, dass da zwei Leute ankommen. Yeah. Na gut. Und ich habe gekillt und habe irgendwie gehofft, dass Nico weiterläuft, aber er kam dann zurück. Ich dachte schon, ihr glaubt nicht drei. Nee, also das Ding ist ja, Nico, du wärst ja doof zu sagen, du bist mit drin gewesen und würdest dich damit noch sass machen. Ich hab dich ja nicht mal, Ich hab nicht mal gesehen, dass da noch ein Dritter drin war. Für die nächste Runde. Ich hab nur Orange neben der Leiche stehen sehen. Aber vorhin, wenn ihr mich rausgevotet hättet statt Dani, das wäre schon. Ja, es war richtig, richtig, richtig schlimm, Alter. Richtig schlecht. Hast du mich eigentlich wirklich nicht gesehen? Doch, ich hab gesehen, wie du denn. Das hat mich voll. Ich war voll aufgeregt auf einmal, weil du dann so einen Haken geschlagen hast. Ich habe halt gesehen, wie du so lang gelaufen bist und auf einmal machst du so einen Haken und kommst zurück und in dem Moment hab ich halt gekillt. Ja, ich laufe immer mal ein bisschen zurück und so. Ich hatte dich die ganze Zeit auf dem Schirm, Nico. Du bist ja Electoral rein und hättest mit mich da auch killen können. Relativ früh schon, glaube ich. Also, aber sag mal, was ich fragen wollte, die Tasks waren gerade so schnell fast fertig. Das wirkte irgendwie... Ja. Wart ihr super effizient, oder? Also ich hatte meine fertig. Ich war gerade fertig, bin in die Kameras gegangen, dann habe ich mir noch so gedacht, ja, jetzt kann ich ja Kameras gucken, dann wurde gerade O2 ausgelöst. Ich wäre sonst gar nicht dahin gelaufen. Ja, ich habe noch mal eine kleine Frage. Ja? Ich hatte noch einiges übrig an Tasks, weil ich mehr investigativ vor mir laufen bin, als irgendwie Tasks zu machen. So, ich habe noch mal eine Frage zu den Tasks. Die Leiste ist aber nicht voll, wenn jeder von uns unsere gesamten Tasks macht. Also eine Hälfte oder ein Dreiviertel reichen auch, wenn das jeder macht, ja? Nein. Oder muss wirklich jeder alles machen? Alle. Jeder muss alle machen. Okay, krass, ja. Okay. Und dann gewinnen alle. Und dann gewinnen die Innocenten, also die Crewmates. Das ist eher ein Ding, wenn du nur noch drei Leute übrig hast, einer von denen Imposter und dann bleiben einfach alle drei zusammen, dann kann... Ach nee, Quatsch, nee, sorry. Dann ist vorbei, drei, weil dann killt der einmal und das war's. Vier Leute meine ich. Vier Leute, ein Imposter. Ja. Die können einfach alle zusammenbleiben und Tasks gewinnen und dann... Ja. Genau. Ich dachte jetzt auch fast, wir gewinnen über Tasks, weil wir waren fast fertig. Ja, voll. So schnell, so. Aber ja, ich war ein bisschen unter Druck, deswegen habe ich einen unvorsichtigen Kill gemacht und habe tatsächlich nicht gesehen, dass du da noch drin standst in dem Raum. Ja. Wenn nicht, dann hätte Conan dich auch gekriegt. Also von daher. Ja, aber selbst wenn er nicht drin stand, ich meine, O2 läuft los. Du musst doch denken, dass jemand da hingeht. Ich dachte, das andere O2 wäre noch aktiv. Ich dachte, das wäre das O2, was schon gelöst wurde. War es ja auch, ich hab's ja gerade gelöst gehabt. Siehst du, ich musste nicht mehr davon ausgehen, dass da noch jemand hinkommt. Ich bin trotzdem dahin gegangen, weil der schon halt da war. Ja, das passiert. Ich meine, gerade am Ende dann, wenn du schon jemanden einfach killen musst, ansonsten... Das Einzige, was du, wenn du ganz schnell gewesen wärst, Jan, das Einzige, was du hättest machen können, um noch ein bisschen Nico sass zu machen, wäre Selbstreport. Weil ich komme runter, du stehst dort und könntest sagen, ich habe den gerade gefunden, Nico ist da hinten in der Ecke. Irgendwie so, aber... Ich glaube, das war schon gar nicht mehr möglich, einfach weil ihr so nah mit den Aufgaben wart. Ich hätte noch drei Leute killen müssen und das hätte der Kill-Cooldown nicht hergegeben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Alright. Sollen wir dass ihr Dani am Anfang rausgevotet habt. Nee, ja, das war. Das war Antwort. Das war einfach dumm. Ich habe auch einfach viel zu spät gekillt und das war eine verschissene Runde. Interessanterweise war es wirklich eine Zeit lang, also der ganze erste Teil, wo wir rumgelaufen sind, habe ich immer wieder in die Aufnahme gesagt, also der ist safe. Der hatte die Möglichkeit gehabt, hier, der ist safe, der macht hier Aufgaben. Aber wenn dann gut. Nach irgendeiner deswegen war ich dann so verwirrt, als du plötzlich verdächtigt wurdest. Ja, wenn dann nach gefühlt 10 Minuten erst zwei Leute tot sind, dann kann es eigentlich jeder, das ist egal, wer da irgendwann mal safe war. Ja, oder es ist nicht, richtig, dann. Es ist richtig. Das macht Sinn, ja. Ja. Alright, sollen wir anfangen, sonst werden wir bald rausgekickt. Ja, stimmt, let's fuck. Hab schon gestartet. Ich weiß gar nicht, wie die Zuschauer das finden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir viel labern sollen zwischen den Runden oder nicht? Ja. Ich glaube, denen stört das nicht. Die werden das eh nicht gucken, wenn man so. Kannst du HF auch einfach direkt schreiben. Ja, stimmt. Genau. So wie in Ferry. Ich klammer mich jetzt mal. Achso, darf ich nicht sagen.
Bitte mit Typecode also kommunizieren, danke. Blöden Stuhl. Bin ich gemütet? Ja, Gott sei Dank. Ich esse übrigens noch. Suspicious. Hab ich's? Ach, 20 ist der Task complete, okay. Ah, dann ist ne. Ach, das sind die Blätter. Ciao, 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 ciao. Dann haben wir hier zwei Stück, sehr gut. Jack. Dumm ist natürlich, wenn übrigens beide hier jetzt Dings sind, ne? Ja, okay. Easy. Ich hab's doch geahnt, der klassische. Ich hab immer so Angst, wenn ich in jemandem drin bin und plötzlich kommt ja, dieser nee. Bildschirm und ich denk so, ich werd grad gekillt, aber ich wurde ja, nicht gekillt. Ja, nee, Conan, ich hab dich nicht gekillt. Du hast nichts getan. Zinni hat Gelb getötet. Also Zinni und Gelb waren in Electrical. Ich bin mit kurz reingegangen, hab die zwei kurz alleine gelassen, stand vor der Tür und hab mir so gedacht, okay, wird. Also, also du meinst töten. Zinni. Zinni ist rausgegangen. Also Zinni oder was? Ich hab die gleich entdeckt und ja, ist Zinni. Schöne Zinni. Geschichte, aber ich war bei O2. Nein, das glaube ich nicht, weil ich war bei O2. Ich mit auch. Zusammen mit. Ich hab zu ich war Fall, bei O2. Ne? Mit ja, 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 ja. Ich hab euch gesehen und ich hab euch gesehen, ihr wart da. Ja. Gut, Zinni dann. Ja, wir waren alle zusammen. Ich hab nichts von Zinni gesehen. nee, wir waren Navigation. Die Aussage hatte ich jetzt besonders. Aber wichtig, du musst noch gar nicht zugeben, dass du es warst, weil wir sehen es ja nicht mal. Ja. Aber es ist recht offensichtlich. Sagen wir es mal so. Gut, Conan, lass uns da bleiben. Flo machen? Ja, wir bleiben zusammen. Eigentlich eine gute Idee. Ich meine, er könnte halt, ne? Weiß es noch nicht. Könnte natürlich der zweite im Post. Gut, wir bleiben jetzt mal zusammen. Ich habe hier einen Electrical 2 Tasks. Ich denke schon, Flo ist safe, aber ich will weit aus dem Fenster lehnen. Das habe ich gerade eben, habe ich da. Wow, es sind einfach alle auf einem Haufen. Wie viel sind wir eigentlich noch? Ich bin verwirrt. Also ich habe hier alles, Flo. Körper. Was? Wer war das? Zwei sind tot? Alle anderen waren. Wir waren doch gerade alle auf einem Haufen. Wir waren noch alle zusammen. Außer Ricky. Ich wollte gerade sagen, nur einer ist wieder raus. Ich war alleine, genau. Wir waren alle zusammen. Warte mal. Wir müssen uns aufgrüßen. Conan, Flo, Xehan und ich, wir waren alle in. Genau, wir standen doch alle auf dem Mord. Ja. Beim Flo, wo hast du die Leiche gerade gesehen? Ich meine, ich war doch einfach in deiner Nähe. Ja, oben bei Electrical. Deswegen hat mich das ja so gewundert. Hä? Ich hab den rechten Task gemacht, dann den linken da Task, waren wir dann doch bin alle. Ich runter, dann bin ich runter. Ich hab da keine Leiche, bin ich blind? Dann bin ich wieder, das hat aufgeploppt am rechts, dieses Reporting, und da habe ich mir nur so gedacht, wieso? Dann bin ich nochmal hoch und dann lag da plötzlich eine rote, ich glaube Nico war das, rote Leiche. Deswegen habe ich mich dunkel, so gewundert. Warte, es wurde dunkel und dann habe ich das Licht unten gefixt. Und während es dunkel war, hat jemand Conan gekillt. Okay, Conan, wir haben das Licht zusammengefixt. Wir waren beide auf dem gleichen Platz, das weiß ich. Ja, ich habe auch bei mir das Licht gefixt. Wir haben alle das Licht gefixt. Wir standen da. Kann... Nee, wer sagt das jetzt? Ja, Fight, Conan, du Xena und ich, wir waren alle da, außer Ricky. Ja, aber ich glaube, wenn Conan sagt, er hat das Licht gefixt und ich habe gesehen, ich hatte ja diese Maske auch auf und da haben sich diese Dinger umgedreht. Und ich weiß, dass Conan das gemacht hat mit mir. Entschuldigung. Ich kann dir sogar die Reihenfolge sagen, wie Conan das gemacht hat. Aber, die Linken bewegen sich aber, wenn da mehrere Leute drin sind, weil die dann immer wieder rumgedrückt werden. Ja, gerade wenn Ricky nicht da war und die Leiche aber oben lag nachher, saved ihn das ja. Also, warum sind zwei tot? Ja, Donald, weiß ich jetzt. Ich sag eher, Ricky ist wahrscheinlich rein und wieder rausgewendet. Das hatte ich nämlich eher wahrscheinlicher, weil während wir alle unten waren und den Netz gefixt haben. Sorry, Zehnerhort, dass ich dich verdächtige, aber das kann natürlich auch sein. Ja, du hast natürlich auch recht. Weil wir waren echt alle. War schwierig. Wir waren echt alle. Ich habe doch gesehen, wie Dani von Zinni getötet wurde.
Es muss Flo sein oder Conan. Nein. Nein, nein, nein. Also ich kann Flo klären und ich weiß, mich klären. Ich weiß, dass Conan es okay, nicht war, weil er hat wirklich das Licht gemacht. Flo, und mit uns war eine ganze Zeit lang Xehanort unterwegs, das ist richtig. Warte, bevor ihr jetzt votet, wieso soll ich das gewesen sein, Ricky? Ich war die ganze Zeit mit Conan... Nein, der Flo ist Quatsch. Gegenseitig. Du bist der Einzige, der nicht geklärt ist. Ach, nee. Ich habe Wieso redest du, dass ich nicht geklärt bin? Ich war die ganze Zeit mit Conan und Xehanort. Die ganze Zeit. Das ist richtig. Ich war auch da. Ja. Ja, Ricky, dann muss ich dich wählen, sorry. Tut mir leid. Ricky. Ich hab doch gesagt, dass ihr drei euch gekleert habt. Du meintest eben gerade zu mir, zusammen, ich muss Flo wählen, weil er nicht gekleert ist. Und zusammen. Und ja, ich war ja auch auf dem Haus. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass einer von uns vier den Kill gemacht hat, wo wir alle auf einem Fleck waren. Nee, glaube ich auch nicht. Ich hab mit Conan das Licht nämlich gemacht. Und wenn Xehanort auch sagt, er hätte das... Ich hatte die Maske auch. Ich will immer erst voten, wenn ich hundertprozentig sicher sein kann, aber ich kann nicht hundertprozentig sicher sein. Das ist schwierig. Wir waren alle zusammen. Wie willst du das vorstellen? Also, sorry, Ricky. Also, meinem Gefühl nach müssten wir jetzt praktisch auch schon gewonnen haben, aber mal gucken, was passiert. Weil der erste Auswurf auch Was? Okay. BTF. Okay. Im Lager jetzt noch. Das hatte ich vorher nicht. Kommt es mal dazu? Ja, gleich. Wenn Flo jetzt mich killt. Aber Flo kann es eigentlich. Also Flo vertraue ich. Ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber Flo vertraue ich. Ja, nochmal. Okay. Wer ist noch? Achso, Veit ist noch. Veit hat gerade auch verdammt wenig gesagt, ne? So, ich habe wieder dieses scheiß Klinik-Ding. Musst du hier was machen? Nein? Okay, cool. Muss in Klinik was machen. Oh. What the heck? Also, ich wollte mich gerade auf den Metscanner stellen und da hat Conan hinter du mir Flo. Du hast gerade vor meinen Augen Flo gekillt, willst du mich verarschen? Ja, genau. Was zur Hölle? Also, ich weiß, dass ich es nicht war, von daher rechtfertigt euch mal. Das ist richtig, Fight war nicht in der Nähe, das bestätige ich. Wollte jetzt safe Xehanort, weil ich hab's ja gesehen, ich bin ja nicht blöd. Du okay, musst die entscheiden, auch gesehen, also. Sorry, also. Du tötest einfach vor meinen Augen, Flo. Was? Okay. Ja, du tötest einfach hinter meinem Rücken, Move. Flo. Ja, genau. Alles klar. Also ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich steche mir jetzt meine Zahl zwischen 1 und 10. Und wer näher dran ist, der wird... ist safe. Also, bitte. Ach so, wenn er dran ist an der Zahl. Ja, aber wenn jetzt einer die als erstes sagt, dann hat er ja den Nachteil. Ja, ist egal. Pech. Ich sag mal 7. 5. Von war 5? Ich war 5. Ja, dann tschüss, Con. Ja, dann haben wir verloren. Sorry. Interessant, da hat jemand rauszubauen. Weißt du, hat er mich einfach umgebracht, während ich gegessen habe? Was ist das denn für ein Schwein? Was war das für eine kaputte Runde? Das war aber schlecht, am Ende, weil Conan hat doch das Licht gemacht. Ja, Conan hat das Licht gemacht. Ja, ich musste einen von den beiden killen, weil sonst da alles andere wäre nicht klar. Aber dass du das jetzt echt geschafft hast, den vor meinen Augen zu killen und trotzdem aus der Nummer rauszukommen, was zur Hölle. Zufall. Ich muss einen von euch killen, also anders hätte ich das nicht gewinnen können. Also wenn ich jetzt Dings gekillt hätte, dann wäre klar gewesen, dass ich das war. Dass du Nico ist gerade übrigens Pizza holen. Okay. Ich finde es einfach geil, wie ihr in der ersten Runde mich rausgevotet habt, nur weil Ricky das gesagt hat und dann in der nächsten Runde vollkommen in die entgegengesetzte Richtung. Ja, lass mal Ricky rausvoten. Es war so geil, wir standen alle auf einem Fleck rum und dann ging das Licht aus. Da dachte ich so, ja geil, und habe erstmal den Erstbesten gekillt. Wie seid ihr denn drauf gekommen, dass Ricky das gewesen sein soll? Der war doch überhaupt nicht in der Nähe von Electrical. Weil ich gesagt habe, der ist komplett rausgewendet. Ja, warum haben denn da Leute drauf gehört? Seid ihr dumm? Das war eben das Ding. Ich war eigentlich auch nicht überzeugt und habe dann trotzdem für ihn gewotet. Ja, aber
die Wendanimation, die locker eine Sekunde, das siehst du, wenn jemand wendet. Es war aber unten. Es war doch Licht aus. Es war halt wir standen alle unten, genau, als ob ich nicht oben war, weil ich den gekillt habe, aber davon abgesehen. Also es machte schon irgendwie Sinn und es wäre halt einfach ein gutes Fake-Play auch von Ricky. Ich hätte Conan in der letzten drei Runde auf jeden Fall. Scheiße. Ich hätte dich in den letzten drei Runden auf jeden Fall verteidigen können. Nicht, weil er mich gekillt hat, sondern... Alle stehen in einem Raum, das Licht geht aus und nach. Ja, das war super gut. Ich hab's ja nicht gesehen, aber... Weil ich weiß, dass Conan auf jeden Fall das Licht gemacht hat. Ich habe ja diese Dinger switchen sehen, also ich konnte Conan auf jeden Fall vertrauen. Deswegen bin ich ihm auch hinterhergelaufen. Aber gut, das konnte Counter ja nicht wissen. Aber die Dinger switchen siehst du auch, wenn es ein Imposter macht. Ja, aber der stand, nur wir beide waren bei dem Licht. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, also safe, also ich stand nicht mal ansatzweise am Licht. Ja. Ich habe nur so getan. Nur wir beide. Ja, ja. Deswegen. Aber das konnte Counter nicht wissen. Deswegen. Nee, natürlich nicht. Das ist eine Zahl einfach. Es war auch ein bisschen. Habe ich nicht glaubt, befriedigend, Conan rauszuwurfen. Doch, Conan, du warst für mich glaubwürdiger. ich würde auch sagen, als Crewmitglied. Du bist der YouTuber. Was du gerade gemacht hast, Counter, als Crewmitglied, kann ich da voll mit leben. Du hast halt einfach dem Zufall es überlassen und dann hat's, es hat ja irgendwo trotzdem den richtigen getroffen. Richtig. Naja, Counter ist dadurch am Ende ja auch gestorben, denn jetzt konnte ja der Imposter ihn auch umbringen. Vielleicht habe ich ja den Imposter dann umgebracht. Das war der Märtyrer-Tod. Bei diesem Spiel, wo der Zweite die Zahl sagen muss, die näher dran ist, überrascht es mich doch sehr, dass Conan nicht entweder die andere Zahl plus oder minus 1 genommen hat. Nicht so. Als Mathelehrer, das hat es so mit Zahlen. Was überrascht dich? Und Conan sagt noch, der hat den Vorteil, wenn er als Zweites sagt und dann spielt er nicht mal komplett aus. Was hast du mich nicht? Was? Warum hast du denn 5 gesagt und nicht 6? Ja, genau. Also ich meine, vielleicht war es ja die 8 oder die 9 oder die 10 oder die 7, aber mit 6 hättest du mehr und safer abgedeckt. Das ist richtig. Im Prinzip hätte er nur ein Unentschieden verhindern können. Ja, also ja, wenn sollte 8, 9, 10 gewesen wäre, hätte ich, mit unter 7 verloren bei 8, 9, 10. Wenn es 6 gewesen wäre, ja gut, dann hätte ich gewonnen. Du hättest auch. Also die Wahrscheinlichkeit, 7. mit 6 zu gewinnen, wäre höher gewesen als mit 5. Du hättest einfach 7 sagen können und dann Counter davon überzeugen können, dass du nicht der komische Komposter-Typ da bist. Ja, das konnte ich anscheinend ja nicht. Ja, das war der Fehler. Aber mir ist halt das Ding, er hat halt nichts gesehen. Ich einfach nicht genug, Alter. Dann fängst du an, ja, ich hab gesehen, wie du das warst. Ja, aber was hätte ich anders sagen sollen? Er hat ja nichts gesehen. Also wenn Counter ganz woanders war, dann sagt der eine, dass das andere das. Du bist energisch darauf beharren, dass du es nicht gewesen bist. Ja, und zur Not noch mit Beleidigungen und... ich bemerke hier gerade das Phänomen, Zündi hat einmal Conan gefrontet und schon ist Jan auf Feuer und Flammen. Ach ja. Wir hätten die Runde halt easy gewinnen können, aber... Ja. Ist Nico eigentlich wieder da? Nee, ist er nicht. Ne? Ja, ich bin da. Ach, ich hab's auch 10-mal gesagt, aber ihr habt... Oh. Ja, dann let's go. Dann start! Let's go, ey. Yeah. Die Runde musste diskutiert werden. Nani, lass mal wieder Imposter sein, aber diesmal besser. Ja, das fände ich auch schön. Mach mich auf jeden Fall rein. Ach, wieder kein Imposter. Mist. Sehr gut, Dani, so. Auf geht's. Okay, Jan, ich klammer mich an dich. Auf geht's. Das scheiß Stuhl wieder am Anfang weg. Komm her. Ganz schnell weg mit dem Ding. Mein Gott. Einer noch. So. Weg damit. So, wo muss ich hin? Shield. Shields. Bin ich wieder ganz allein unterwegs. Das ist schon wieder dumm. Ah, ne, andersrum. So. Communication. Ach, das ist wieder das doofe Upload-Download, ne? Ah. Bam. Yo. Ja, wow. Yo, ja, das habt ihr. Okay, das haben sie. Das ist eindeutig, oder? Ja. Gut, das haben sie gesagt. Ich auch. Jan. Was? Also nicht Jan. Nein, nicht Jan. Okay. Counterfight. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Knopf gesehen habt, aber. Nein, das war Jan. Jan wurde zuerst genannt. Ihr habt gesehen, wie Counterfight vom Tatort weggerannt ist, oder was? Ja, wir haben gesehen, wie er weggelaufen ist. Und wir sind quasi zu dritt in den Raum rein. Warte, was okay. Wen votet ihr jetzt? Counterfight. The Donald. Den habe ich nicht gesehen. Nee. Ey, den habe ich nicht gesehen. Nein, der ist aus Shield rausgelaufen, so. Flo.
Oh, ja, genau. Sorry, Dani, ich hatte nur dich gesehen und Jan. Nee, alles gut, alles gut, okay. Alles gut. Oh. Ja, es gibt eine rote Zitzen, ich war ja auch vor euch drin. Okay, aber dann wissen wir jetzt ja eigentlich, also okay, ein bisschen mehr wissen wir ja trotzdem. Gegen so viele, das ist natürlich, okay, in der Runde endlich das natürlich krass. Okay. Das ist natürlich krass, als ein Imposter gegen die alle. Nicht weg. Das ist nicht mehr gewinnbar. Würde ich jetzt mal callen. Das ist nicht mehr gewinnbar. So, ich habe gesagt, das ist eine Scheiß. Also dieses Ding, das dauert immer so ewig. Und du siehst das so wenig und du kannst da nichts machen. Ach, jetzt verstehe ich, warum hier vorhin. Es ist wegen Wired. Diese Kabeldinger, die setzen sich immer woanders dann noch fort. Da oben haben wir eins. Kann die nichts machen? Ihr euch drum kümmern. Die Reaktor. Elektrik und das war's. Dann kann ich gucken, was so los ist. Gut, ich habe meine Tasks. Das ist halt sicher euer Ernst, oder? Warum hat das denn niemand gemacht? Habt ihr euch nicht ausgewählt bekommen? Lol. Doch, wie dumm. What the fuck? Das war hundertprozentig mein Fehler. Ich habe irgendwie Zinni voll als richtig geclaimed oder als Crew geclaimed. Achso, und deswegen davon hat er einfach nicht gemacht, oder was? Ich auch. Ja, ich stand neben ihm. Wow. Oh mein Gott. Ich dachte auch, oh mein Gott, aber das ist auch interessant zu denken, okay, der macht schon und der macht einfach nicht und dann läuft die Zeit aus. Ja, oh weil ich Gott, hatte mal überlegt, ob ich einfach direkt nach rechts rüber renne, ey. Mein. Ich habe auch viele Möglichkeiten, mich zu killen, Zinni, und hast es nicht gemacht. Aber immerhin habt ihr meinen Tod sofort bemerkt, das war sehr gut. Das war auch so gut. Oh krass, Alter, das tut mir leid. Das Ding ist halt, ich stand bei Security, hab extra noch auf die Kamera geguckt, ob ihr schon Oxygen geht. Und da, ich hab da irgendwie 5 Leute gesehen und dann dachte ich so, ja, alles klar, das wird schon gemacht. 200 IQ. Ja, wir waren bei dem einen Oxygen, aber ich hatte keine Zeit mehr rüberzulaufen. Ich hatte deswegen als Geist gerade meine Tasks fertig und dann haben wir verloren. Ja. Tja. Ja, heftig. Ja. Nicht so lange warten, die Runde war schnell. Direkt weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Nicht viel zu besprechen. Da will ich nicht drüber reden. Da will ich einfach nicht drüber reden. So, Dani, noch eine Chance. Wir beide. Okay. Ja, mit einem Punkt hat der Jan ja schon mal recht, ne? Wow, ich dachte gerade, jetzt wird ja ein bisschen gequatscht und dann gehe ich mal schnell auf Klo, aber nein. So viel dazu. Ganz schnell, möglichst schnell jemanden killen, aber das ist immer so riskant, gesehen zu werden, ne? Ciao! Oh, es ist nicht mal meiner. Wer war das, der gerade da vor mir weggelaufen ist? Ich würde sagen, Orange. Ich bin von Storage zurück in Cafeteria gegangen und da sehe ich einfach den Buddy und Orange daneben. Oha. Ja, das ist jetzt ziemlich... Wo lag der in Cafeteria. Cafeteria. Ich bin mir nur 99% sicher, dass es Orange war, aber ja, 99%. Bist du nicht farbenblind? Nee. Aber... Nö. Ja, okay. Du hast Orange schon gesehen, Nico, oder? Also, weil, was soll er sonst als Orange sehen? Der ach Mann, rot. Ey! Okay, let's go. Wenn Jan es zugibt. Ich wollte jetzt. Naja, selber. Ich bin nicht sicher gewesen, weil ich meine, Nico könnte ich auch wollte, einfach sagen. Ich wollte halt sabotieren und bin aus Versehen ins Vent gegangen und Flo hat mich gesehen und irgendwie musste ich ihn wenigstens noch killen. Ja, ich bin runtergelaufen und wollte das reporten. Jetzt haben wir, schon ich meine, ausgestellt, man dass gibt man es doch das sieht, nicht zu als Imposter, dass man es. Ja. Jetzt ja, aber das war, aber das gut, war dann so eindeutig. Ich hab ihn sehr aus seinen Augen. Aber Jan, jetzt warst du doch für den anderen Imposter noch schwieriger. Jetzt weiß es ja jeder, dass einer Imposter tot ist. Ach, Dani, du kriegst das auch so hin. Easy. Wow. Ja, Jan ist da überzeugt, dass ich das natürlich nicht schaffe. Da wird er auch recht haben.
nächste Mal, Jan. Oh man, was mache ich denn jetzt? Das ist keine gute Ausgangsposition. Ich muss jetzt hier erstmal. Ich kann die ganze Zeit jetzt nicht killen. Ein bisschen. Das ist verdächtig, wenn man gleich an die Bildschirme geht. Ja, schon. Ne? Man sollte erstmal tasten. Ich finde es immer ganz schwierig, so zu tun, als würde man Tasks machen. Das ist immer so. Weiß nicht. Ist hier gerade jemand zufällig? Nein? Schade. Oh shit, 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 oh shit. Ich werde reported. Ja, 88. Haben Sie diese Leiche nicht entdeckt? Welche Leiche? Die da lag, wo du gerade herkamst. Ich kam aus Lower Engine. Wo lag denn eine Leiche? Moment, ich muss mal gerade die Karte nochmal aufmachen. Also ich habe dich gesehen, du bist mir entgegengekommen und dann hast du reported. Ja, dann kannst du dir denken, wo das in etwa war. Ich bin aus Lower Engine gekommen. Und bin rüber zur Communication. Du bist sehr suspekt. Sehr, sehr, sehr suspekt, weil du als einziger von aber wo lag denn jetzt die Leiche? Ja, Mann, Moment. Wo bin ich denn jetzt hier? Sag dir unten links, dann wär's Lower Engine. Vielleicht kann ich das als Leiche hier einfach sagen. Electrical war der Raum. Electrical, genau. So heißt der Raum. Okay. Das solltest du nicht sagen, aber gut. Ja, und von da aus ist der Herr Kuhn mir entgegengekommen. Conan, warst du in Electrical? Kann ich sagen. War nicht in Electrical. Natürlich sagst du das. Ja, ne. Ich kam aus Lower Engine und bin rüber zu Communications. Okay. Dann müssen wir uns knapp verpasst haben, weil ich war auch gerade in Storage gewesen. Dann kam Fight runter und ich glaube, wir hatten beide den Garbage Shoot geklärt. Und dann bin ich aber schon mal nach rechts weitergegangen und dann müsst ihr euch getroffen haben. Ja, Con hatte auch so einen Blick in den Augen. So. Ich habe einen Blick in den Augen. Ja. Siehst du durch die Maske? Ja, klar. Ich habe mich übrigens vervotet. Vervotet? Für wen hast du dich denn vervotet? Für CH Nord. Uff. Ich hab Conan gewotet, by the way. Ich vertraue Veit da an der Stelle. Ich vertraue mir jetzt auch mal. Ja, ja, Conan versucht doch schnell mich zu voten. Ich versuche was wert. Oh Mann, das war so doof, ey. Sorry, Conan. Ich wollte halt am Anfang, wollte ich sabotieren, stand auf einem Vent drauf, bin ins Vent reingegangen, ja, aber hab gesehen, oh fuck, Flo hat das gesehen. Theoretisch hat nur Nico gesagt, er hat dich gesehen. Nein, ja, Flo hatte gesehen, wie ich gewendet bin. Ja, aber Flo war ja tot. Ich war den Report-Button gelaufen. Ich war tot. Ich hätte nichts Flo hätte gesagt, dich doch nicht weiter verdächtigen ja. können. Ja. Du hättest einfach sagen können, ja, Nico, nee, ich hab dich gesehen. Also das war so... Ja. Ja, da hätte ich mich. Dafür bin ich nicht dreist genug, das sage ich ehrlich. ehrlicher Charakter. Ja. Ich war mir jetzt halt komplett unsicher, auch wenn ich sage, ich laufe von Lower Engine darüber, ob man diese Leiche gesehen hätte in meinem Bereich oder nicht, weil natürlich war ich in Electrical und habe ihn gekillt. Aber ja. Ach Mann, Conan, das tut mir voll leid, das war einfach voll mein Fehler. Naja, mein Kill gerade war jetzt auch nicht gut. Nächste Runde. Ich höre ja nicht drauf. Ihr sagt immer, in Electrical killt man nicht, ich kill in Electrical. Der Witz in der letzten Runde war, ich sehe halt Jan eindeutig diesen Vent verschwinden und ich stratze halt mit allem Power zurück in die Cafeteria und dann läuft er auch noch in die. Nee, er kam durch den Vent nicht in die Cafeteria und hat mich halt vor Nico gekillt. War richtig dreist einfach. Ja, so hört sich das. Ich dachte mir halt, komm, hat mich gesehen, ich werde jetzt rausgevotet. Ich nehme ihn noch mit, weil dann hat Conan bessere Chancen. Ja, ja, muss der machen. Schon gut gemacht. Okay, let's go. Ja, aber es bleibt dabei, Electrical ist nicht der beste Ort, um zu killen. Wenn du vorher die Tür zumachst, ich hätte einfach hochgehen sollen und rauswenden. Das wäre so viel besser gewesen, als Fight über den Weg zu laufen. Tür zu machen, killen, rauswenden, easy. Ja. Electrical ist nicht ohne Grund der gefährlichste Ort für Crewmates. Ja. Korrekt. Okay. Next Runde. Okay, let's go. Auch weil man da manchmal einfach drei Tasks drin hat oder so. Ja, eben. Ja. Und genau, die Lights halt auch, da kommt man nicht raus. Okay, das war meine Imposter. Da ich weiß, als Imposter bin ich noch nicht so. Ne, das ist...
Ach, scheiße, in Cafeteria immer wieder. Aber gut, da starten wir noch oft genug, ne? Wenn die jetzt nicht gleich gekillt werden. Ach so, das ist das nächste Wire-Ding. Das ist das, was ich meinte. Wenn man den einen macht, dann kommen auch die anderen. Na, wo laufe ich denn? Okay, machen wir Licht und dann machen wir Electrical. Also, Fight ist Imposter. Ganz was? Einfach. Wie kann ich es erzählen? Der hat versucht, die Karte zu swipen, aber das ist gar keine Task. Was? Langsam. Ja, Fight hat versucht, die Karte zu swipen, aber das ist gar keine Task in dieser Runde. Ja, wie die Karte zu swipen. Woher weißt du, dass es keine Task ist? Weil, ja, wenn er den Card-Swipe-Task nicht hat, hat den keiner. Das ist ein Task, wenn der auftaucht, haben den alle Crewmates. Common-Task, ja. Oh, krass, okay. Ah, ja, das wusste ich nicht. I see. Das heißt, das ist so ein Ding, das haben alle, und wenn das einer versucht und die anderen haben es nicht. Das ist ein klassischer Anfängerfehler. Das ist ja gemein. Ja. Das ist echt fies, aber... Ich die Karte nochmal, das hab ich jetzt nicht... Wo ist die Karte? Der Card-Swipe in Admin. Der Card-Swipe in Admin. Ja, Swipe ist der rechte Teil vom Tisch. Ja. Der rechte ist das, okay. Ich wollte es nämlich gerade sagen, vielleicht denkt Ricky, dass das geswiped und er war auf der linken Seite und hat einfach die Karte angeschaut, aber nee, das ist dann schon. Und deswegen musst du auf die. Muss ich drauf vertrauen, dass das so stimmt. Ja, müssen wir vertrauen. Und deswegen musst du auf die Fake-Tasks achten, die oben links auftauchen, weil wenn da nicht der Card-Swipe mit drin steht, dann ist der diese Runde nicht. Mein ehrlich genommen hätte man jetzt noch Fight erst anhören müssen, denn theoretisch könnte Ricky auch einfach jemanden blamen als Imposter. Ja, klar. Ricky war es. Aber du hast doch, du hast doch gesagt, dass du das war überzeugend. Ach man. Beste Verteidigung. Ich kann Ricky auch schon mal ausschließen. Ricky, lass mal zusammenbleiben jetzt. Wink, wink. Ach, hier oben habe ich ja das Ding. Push. Push. Ah, ne, push. Etzala. O2, gut, gehen wir gleich O2 hier. Das ist gleich erledigt. Da ist auch schon jemand am Start. Ja, dann kann ich hier auch weiter wiren. Na, Admin, wird Admin gemacht? Jawohl. Ach, ich habe bei Navigation, habe ich... Oh mein Gott, das macht mich wieder sass, dass ich da hin und her laufe, aber ich kann es nicht ändern. Eieieiei. Okay. Ladungsreport, bitte. Wo seid ihr denn so? Wer hat wen gefunden? Ich habe mich vor Jahren wahrscheinlich gerade ein bisschen sass gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo die Leiche lag. Du hast Ricky gefunden? Ich habe Ricky gefunden. Ja. Wo hast du ihn gefunden? Nee, Conan hat sich nicht sass gemacht. Ich wollte gerade sagen, weil ich bin nämlich, ich war bei Navigations, dann bin ich wieder raus und dann stelle ich fest auf dem Weg. Ja, jetzt halt schweig still, du brauchst jetzt gar nichts weiter zu sagen, ich möchte von den anderen Dingen. Nico, wer war nochmal mit uns in der Nähe von? Ja, aber es muss ja trotzdem. Weiß schon, dass der Imposter weiß, wo die Leiche liegt und dementsprechend einfach immer was Falsches sagen könnte. Ja, aber ich möchte wissen, wo ihr so wart. Aber ich war mit Zinni bei Shield. Ich finde das eher als alles andere, aber gut. Ich war mit Zinni bei Shield. Ich weiß gerade nicht mehr, von Shields weg zu Admin. Stimmt, wo lag denn jetzt die Leiche? Die Leiche liegt in Cafeteria in Richtung Weapons, ist das, glaube ich. Ja, dann habe ich mich nicht sass gemacht, alles gut. Oh, wer war denn da oben? Ich habe Ricky gesehen. Wer war da oben noch? Ich habe Ricky auch gesehen. Ich bin da... Ich war mit euch, mit zwei Leuten in O2, ich glaube mit Jan und Conan, aber ich weiß nicht, ob es Conan war. Also es muss nach Oxygen passiert sein, weil... Genau, Ricky war zum östlichen Oxygen gegangen, das habe ich gesehen. Ich war bei Weapons, wo das Oxygen losging und dann habe ich gesehen, dass Leute zu O2 rennen, dann bin ich zu Admin. Ja, Ricky war unter anderem zu O2 gegangen, ich hatte ihn dabei gesehen. Also ich würde Conan auf jeden Fall ausschließen, weil Conan stand... vor dem Raum von Navigations. Ich bin an ihm vorbeigelaufen, er ist kurz nach links gelaufen, dann ist er in Navigations rein und in der Zeit hätte er Ricky nicht töten können. Ja, also Conan ist auf jeden Fall safe. Ich hatte jetzt nur gesehen, dass da irgendwo da unten bei Shields vielleicht eine Leiche lag, weil dann wäre ich nämlich runtergelaufen, wäre wieder zurückgekommen. Ich habe nämlich nicht gecheckt, dass ich in Navigations zwei Tasks habe und bin zurückgelaufen. Das hat mich so ein bisschen für mich sass gemacht. Ich kann Nico zu 80% ausschließen, weil ich ihn auch im Admin gesehen habe und er da, glaube ich, einen Task gemacht hat, wo ich dann links den Task gemacht habe. Also, ja, ich sag, Zinni ist 100% safe.
Weil ich hab den das linke O2 machen sehen und bei Shields hat er einen Visual Task gemacht. Wer war denn da oben, Mann? Ich erinnere mich nicht mehr, aber da war. Ich wollte zuerst Ricky verfolgen, das habt ihr ja mitbekommen. Wer war denn das alles, wer beim O2 zum östlichen O2 gekommen ist? Also das, was ich dann gemacht habe. Wer ist alles von oben gekommen? Ja, ich bin von unten ins O2 rein und bin dann über Weapons bin ich raus, Cafeteria und ich stand jetzt im Upper Engine, als der Call kam. Okay, ja, das ist aber da, wo er umgebracht wurde. Genau, das ist genau der Weg. Dani war dann der letzte, das ist Dani in der Ecke. Xehan, wo warst du denn so? Ja, macht total Sinn, aber ich habe halt auch einfach niemanden gesehen, weißt du? Ich war am Ende der Runde die ganze Zeit mit Zinni zusammen. Ich war mit Zinni beim westlichen O2 und ich war dann mit Zinni bei Shields und habe ihn da einen Visual Task machen sehen. Weil es kann halt nur gewesen sein zwischen O2 und Report. Also nicht die ganze Zeit, aber die meiste Zeit mit Nico war ich zusammen, deswegen. Shields überhaupt eine Visual Task? Ich denke, Dani. Ja, Shields ist eine Visual Task. Wenn du die angemacht hast, siehst du da unten, dass die Shields an sind. Ich sag es ja, also, ich bin auch bei Dani. Also, wenn ich es wäre, kann ich euch sagen, gut, jetzt ist es zu spät, würde ich euch shit-talken, aber dann schmeißt mich raus, okay. Oh, wir haben ihn Freakill. Nee, du musstest sein. Ja. Heftig, Alter, wie halt einfach Jan glaubt, der da die ganze Zeit Scheiße labert, ohne Ende sagt, Cafeteria rechts, Cafeteria links. Ihr habt aber gewonnen. Aber okay, jetzt verstehe ich nicht, Dani, warum du dann zugibst, dass du um Rand lang gelaufen bist. Du hättest ja, weil ich dachte, dann, ich sag die ganze Zeit nichts, weil ich da halt einfach niemanden getroffen habe und das glaubt man mir. Ich fand das ehrlich gesagt glaubwürdiger als das, was Jan gesagt hat. Also ich fand es nicht mehr glaubwürdig ab dem Punkt, wo du versucht hast, uns zu erklären, wie du gelaufen bist. Ja. Warum sollte ich euch denn erzählen, wie ich gelaufen bin, wenn es suspicious ist? Mann, Alter. Könnt ihr dich mal umgekehrt psychologisch auf meine Tricks reinfallen? Das ist zu kompliziert, Ernie. Das ist zu kompliziert. So eine Scheiße. Ich dachte jetzt verdächtig immer mich, weil ich am Anfang gesagt habe, ich bleib die ganze Zeit bei Ricky. Ich hatte halt zwei Ideen, wenn es Dani nicht gewesen wäre. Es hätte halt auch theoretisch noch Jan mit Self-Report sein können. Ja, genau, das habe ich. Aber dadurch, dass du dann halt angefangen hast, dazu erzählen, wo du da rumgelaufen bist, das war dann schon ein bisschen komisch. Ach, scheiße. Aber ich habe übrigens nicht mal für dich gewotet, ich war zu langsam. Ich war halt relativ sicher bei dem, was irgendwie passiert ist, wen ich gesehen habe, weil ich stand halt an dem östlichen Oxygen, als der Sauerstoff ausgefallen ist. Und deswegen habe ich halt alle Leute kommen sehen, die da lang gekommen sind. Ja. Das waren unter anderem halt Conan und Dani und noch jemand. Ja, ich hatte nur Bedenken, dass ich mich durch das Rumgeschnörksel nass gemacht habe, aber das war dann gepasst. Nee, dich hatte ich gesehen. Das war safe. Das war auf jeden noch Fall eine Runde. Los, hopp, hopp. Ja, los. Jawohl. Nice. Nächste Runde. Weiter geht's. Und dann ist auf mir auch wieder erstmal die Aufnahme durch. Dann sind wir Dani, wir nochmal. Ja, bei einer Stunde. Und wieder Besatzung. Meinst du so eine richtige Killer-Kombi? Ja, bitte, ey. Mein Raum erstrahlt Admin, in hellblau. Wir starten direkt mit der Karte. Okay, das ist jetzt das Ding, ne? Admin-Karte ziehen, das hat dann jetzt jeder. Meiner in grün. Sehr interessant. Sehr interessant zu wissen, dass das dann jeder... Ach, was zu schnell. Ich kann's nicht. Mal geht's und mal nicht. What the fuck? Oh, okay. Flo's Raum ist tatsächlich in hellblau. Ich dürfe diese Scheißkarte. Da war gerade ein Säckel. Ich hab rot gesehen. Es war rot. Der arme Flo, Alter. Ja, ich war da ja gerade mit. Ich hab mich jetzt schon gefragt, dann ploppte plötzlich der Report-Button auf, wer von euch war es. Ja, das Ding ist halt, da standen irgendwie drei Leute aufeinander. Der war... Also, mal ganz kurz, ich war im... hat getötet, ist wollte rausgehen, aber... Wir standen irgendwie zu dritt oder zu viert vor dem... Wir standen zu dritt oder zu viert vor dem linken O2 und da hat einfach jemand auf Kill gedrückt. Ja. Wer war denn nicht in O2? Wer war denn nicht in Admin jetzt gerade? Ich war nicht in Admin. Bei Weapons Ich war im Reaktor. Hallo? Ich war im Hauptraum da. Nico war es. Ja, natürlich, ich war in Admin, habe ich doch gesagt. Wir waren alle irgendwie in Admin. Nein, ich hab gesehen, wie du reingegangen bist. Und in die Masse geslasht hast. Ja, ich bin in die Masse gelaufen, richtig, weil ich dachte, da passiert nichts, wenn da so viele sind. Und dann sah ich plötzlich den Report-Button aufploppen und dann wurde direkt von jemand anderem reported. Ganz plötzlich kam der Report. Also wer war jetzt da? Ricky, Nico, Xehan und Conan.
Ja. Alle raus. Ja. Als was ist denn, gegangen. Nur so als Möglichkeit, was ist denn, wenn Xehan und Ricky jetzt sich verschworen haben gegen Nico? Und Collins einfach nicht checkt. Also ich werde nichts sagen, aber ich habe noch nicht gewotet, also. Also ich habe auch noch nicht gewotet, keine Ahnung. Weil er, bloß weil ich als letzter Reihe bin, das sagt überhaupt nichts. Also ich hab übrigens für Ricky gewotet, weil Ricky immer super schnell dabei ist, irgendwie Leute zu beschuldigen. Und es war auch wenn er es in dem Fall überhaupt nicht wissen kann. Krass. Das war beim letzten Mal auch so, dass er vor allem viel gesagt hat, als er selbst derjenige war, der die Leute weggeschlachtet hat. Ja, aber ich meine, wie soll er es wissen, wenn 4 Leute auf einem Haufen gekillt wurden? Das kannst du ja nicht sehen. Ja, weil Xehan kann es nicht gewesen sein, weil der war zu weit weg. Die waren ja alle... Okay, das heißt, du hast... Ricky? Da war keiner zu weit weg. Nico ist... Der Report Teil der Gruppe? Nico ist als letztes reingegangen. Ich glaube, der ist als letztes in den Raum gegangen, ist dann zur Masse gegangen, hat wahrscheinlich dann... Ach nee, Quatsch, Xehanort hat ja reportet. Ich habe reportet, ja. War Ricky Teil der Gruppe? Nein. Ich habe nicht Oxygen ich war nicht im Stapel. Was ich vorhin fragen will, kann Ricky daneben gekillt haben? Richtig. Kann Ricky überhaupt? Ich war links. In der Mitte war Nico. Ich behaupte, wir hätten alle killen können. Ja, ich denke auch. Weil die Kill-Distanz ist signiert genug. Du behauptest, dass Xehan nicht hätte killen können. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil der Report-Button aufgeploppt ist und Wort für Ricky. Interessant. Macht schon echt Sinn, was Nico auch zum Schluss gesagt hat. Na, wir werden sehen. Das ist keine Ahnung. Jetzt versuche ich die scheiß Karte wieder. Oh nein. Don't kill me, please. I trust you. Okay. Aber kann ich ihm trusten? Interessant. Was ist das denn? Ich glaube, Dani weiß auch nicht, was das ist. Ah ja. Das war ja interessant. Halt, da unten habe ich was. Okay, ich nehme meinen Sass gegenüber Nico zurück. Hab ich überhaupt was? Nee, aber ja, okay. Dann warte ich jetzt mit ihm hier. Muss ich als nächstes hin? Ich habe hier überhaupt nichts mehr, scheiße. Geh mit dir mit, alles gut. Wir warten eine Zeit lang. Bis ich wieder Wachen machen kann, dauert es noch ein bisschen, aber ich bleib bei ihm. Okay, Xehanort macht sich böse Sass, ne? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, dem hinterher. Ja, sie leben noch, okay. Geht hier rein, ich gehe mit. Im Lager was machen. Aber da gehe ich nicht alleine hin. Dann machen wir den fix. 4-8-4-2-0 dafür. Da ist noch keiner, okay. What the? Hier, ich hab sie nie gefunden, aber da verdammt, war wer war das denn jetzt? Hier waren so niemand viele. Niemand in der Gegend, von daher kann ich wo nicht mehr zu sagen. Wo hast du denn gefunden? Da unten rechts. Es ist gerade egal, wo du Zündi gefunden hast. Nico wurde gerade vor uns und auch getötet. Ich habe relativ lang in Admin geguckt, wer so mit wem, ne?
Nico wurde gerade eben vor unseren Augen getötet. Wir waren auf dem Weg zu O2. Ich war die ganze Zeit mit Nico unterwegs. Also ich habe manchmal Xehan, habe ich zweimal gesehen. Und dich, du bist eben, glaube ich, Jan, du bist eben auch in Oxygen gekommen und hast das auch versucht zu clearen. Ne? Ja, ich war unterwegs. Wir waren gerade also alle war eine in Weile O2, bei aber ah, scheiße, ich habe nicht richtig hingeguckt. Nico unterwegs? Nee, Nico ist tot. Nico ist tot, der wurde gerade vor meinen Augen getötet. Ich überlegt, wer der Zweite war, oder warst du das, Veit? Hab euch zwei des Öfteren zusammen gesehen, ja. Ich habe Conan gerade gar nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit mit Nico unterwegs. Also Dani habe ich auch gar nicht gesehen. Und ab und zu hat sich Xehanort uns angeschlossen. Jan habe ich auch gesehen. Aber nur ab und zu. Ich würde tatsächlich eher zu Dani tendieren. Conan, kann es sein, dass du noch gemutet bist? Aber warte mal, Conan lebt ja noch. Stimmt, Conan ist gar nicht der gestorben. Genau, weil er gar nichts sagt. Ja, stimmt, sorry, nee, dann sage ich nicht, was ich nicht gegenüber ich laber dann. Die ganze Zeit wie ein Idiot. Naja. Okay, ich wollte sagen, auf die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Nico ist gerade vor meinen... dann hast du es gar nicht gehört, Veit, gerade. Ich habe gesagt, es ist gerade egal, wen du gefunden hast. Nico ist vor meinen Augen gestorben. Das wollte ich sagen. Und zwar in O2. Aha. Genau in dem Moment, wo reported wurde, ist Nico gerade gestorben. Vor meinen Augen. Und da waren aber auch ganz viele andere. Und das ist mein Problem gerade. Deswegen habe ich Nico die ganze Zeit mit dir zusammen rumlaufen sehen. Ich bin doch blöd. Ja, ich wollte schon sagen, Rot ist doch die ganze Zeit rumgelaufen. Ja, ich war die ganze Zeit mit dir unterwegs. Wir haben uns die ganze Zeit deswegen gegenseitig... Deswegen kam es doch so weird vor. Ich hatte auch gesagt, Nico und Conan waren zusammen. Wir haben uns die ganze Zeit gegenseitig versucht zu schützen. Aber und dann jetzt, wo es nach O2 hochging, wurde er plötzlich vor meinen Augen gekillt. Ja, und wer war da noch? Wem? Hast du ihn gekillt? Oder nein. Ich habe ihn eben nicht gekillt. Aber ich glaube, das war in meinen Augen gestorben, das klingt so nach. Und ich habe noch gesagt, Xehanort hat sich uns ab und zu mal angeschlossen und war dann wieder weg. Achso, du meinst. Ja, das Ding ist, ich hab auch zwischendurch. Das Ding ist, ich dachte gerade eben, dass Nikos Tod geportet wurde und dann höre ich, dass Veit jemand ganz anderen reportet und hat Zyni gefunden. Und deswegen habe ich dann so gesagt, ey Leute, es ist gerade egal, dass Zyni gefunden wurde. Nico wurde auch mal vor meinen Augen gerade gekillt. Aber warte mal, das heißt, wir haben noch zwei Imposter drin, ne? Oh, stimmt. Wäre möglich, könnte aber auch sein, dass dazwischen genug Zeit war. Nein. Würde ich sagen, nein. Okay. Ich verstehe das mit den Cooldowns generell ganz häufig irgendwie 30 nicht. 30 Sekunden. Irgendwie... Wobei, nee, Moment, hatten wir nicht vorhin Ricky rausgewählt? Wir hatten noch vorhin Ricky rausgewählt. Aber wir wussten ja nicht, ob wir... Ja, aber dann ist doch nur ein Imposter drin. Ja, aber wir wissen nicht, ob Ricky Imposter ist. Nee, das können wir natürlich nicht wissen, aber das war schon relativ deutlich auch. Oder Xehan halt. Ich glaube Xehan und Dani. Ich gehe auf Xehanort. Ich sag's euch. Hä? Der hat sich verdächtig verhalten für mich. Aber keine Ahnung. Warum denn? Warum ich? Ich hab jetzt. Nein, scheiße. Ich verstehe das jetzt auch nicht. Ja, ich konnte jetzt nicht mehr abstimmen. Dumm. Okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, aber gut. Ja, sorry, wenn es falsch ist. Viel Spaß. Okay. Scheiße. Ich bin maßlos verwirrt. Wer bleibt denn jetzt übrig? Mist, mein Schutz ist weg und ich habe noch kaum Tasks gemacht. Das ist kacke. Das ist jetzt richtig kacke. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich hätte es sehen müssen. Das ärgert mich jetzt böse. Oh nein. Das ärgert mich jetzt böse, ne? Dann ist es Jan. Shit, dann ist es Jan. Dann hat es gerade versucht und als er gesehen hat, dass Veit da mitsteht, hat er es gelassen. Nein, er ist tot! Dani! Der, von dem ich gerade dachte, er könnte sein, ist tot? Was zur Hölle? Dani! Was? Ja. Warum rennst du denn von der Leiche da weg? Hä? Ja, was? So. Also du hast auf jeden Fall eine Leiche gefunden, ja. Ja, und dich habe ich da laufen sehen. Es gibt sonst keinen Gelben. Veit, wo? Ich hab dich nicht laufen sehen. Ja, weil ich von oben kam. Veit, wo? Du bist nach oben. Jan war gerade Alter, noch hinter mir, da hatte ich noch Angst, dass er es sein könnte, weil ich zu O2 laufe und Jan mir hinterhergeht. Und dann hast du aber an O2 gestanden und dann ist Jan umgedreht und dann dachte ich so, okay, der hat jetzt gemerkt, dass er hier keine Chance hat und dreht wieder um. Also ich habe O2 gemacht und bin hochgelaufen. Nein, du hast getötet. Ich habe O2 gemacht, du hast eiskalt gemordet. Ich bin jetzt in der gleichen Situation wie Veit vorher, ne? Ich muss mich jetzt entscheiden. Ja, absolut richtig. Lass mich meinen Standpunkt machen und meine Schilderung oder eine Deutung. Ich habe O2 gemacht, bin hochgelaufen Richtung Weapons.
Zeit kommt davon, davon abgesehen. Von unten. Nein, ich komme von oben. Und ja, aber du bist mir nicht entgegengekommen und sagst, ich bin dir nicht in die Arme gelaufen, du behauptest das und sagst dann gleichzeitig, ich hätte getötet. Das ist für mich ist das davon eine eindeutige Sache. Davon Wahnsinn, abgesehen. Alter. Wir waren zuerst in dem anderen Oxygen-Ding da drin. Da bist du nicht an dieses Ding da rangegangen. Du bist einfach weggelaufen. Ich lasse jetzt mein Bauchgefühl hier entscheiden. Ich war, ich war nicht in dem anderen. Conan, sag, warte mal, Conan, hast du, du hast das andere Oxygen gemacht, nicht im O2-Raum, sondern das andere Ding. Ich habe das Admin-O2 gemacht, aber da war Fight hast auch. Hast du Fight, da hast du ihn gesehen, ja, okay. Und hast du gesehen, ob er nach oben oder ob er nach unten gegangen ist? Und das Problem ist, er ist dann Jan hinterher, aber ich... Dann aber Jan überleg, ist ein bisschen eher weg, hast, oh mein Gott. Ist er nach oben oder nach unten gegangen? Wenn er nach oben gegangen weißt ist, das, dann töte dann mich, das alles ist, gut? Mein Gefühl sagt einfach nur gerade, dass es bei ihm, was er sagt. Ich meine, er könnte sich auch gut verstellen, aber im Moment wirkt er auf mich ehrlicher als die Art, wie du dich versuchst zu verteidigen. Ja, dann mach das nach deinem Gefühl, alles gut. Dann das ist mein Gefühl. Und ich kann jetzt nur nach Gefühl entscheiden. Ich mache jetzt nicht über Zahlen. Ich glaube gleichzeitig, er ist super laut geworden, als es direkt losging. Dani. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich habe dich nicht gesehen. Das Thema hatten wir doch eben schon mal. Du grundsätzlich, wenn du Leute... Also wenn ich jetzt einfach mal zuhöre, der Fight wirkt auf mich ehrlicher, es kann sein, dass ich mich da jetzt täusche, dann ist meine Menschenkenntnis leider scheiße. Ja, ist schöne Scheiße, richtige Scheiße. Schauen wir mal. Aber die Art, wie du versuchst... Natürlich ist er laut geworden, wenn er dich mich töten sieht, du Fotze, Alter. Okay. Vor allem jedes Mal ist das Argument, dass du den anderen nicht gesehen hast. Yay! Xehanort. Xehan war der zweite. Ja. Ja. Das Ding ist, ich war nachher einfach so angepisst. Ich stand irgendwie, ich glaube, in zwei oder drei Situationen mit Dani zusammen. Ja, wir voll, waren alleine Alter. Mit. Wir waren richtig alleine Scheiße, richtig und wir echt. Waren alleine mit zwei Leuten und ich dachte, ja, jetzt kommt der Double Kill. Ja, jetzt kommt der Double Kill, aber nee. Und nachher habe ich einfach die erste Beste, die ich gesehen habe, abgekillt und dann kam zufällig genau in dem Moment ein Report. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe die ganze Zeit gescoutet irgendwie, ob man Leute findet und ich habe immer nur dich gefunden. Aber und Dani, genau das, was du gerade meinst mit dem Double Kill. Warst du das dann auch? Nee, das war Xehan, glaube ich. Hattest du einen Kill-Cooldown oder? Naja, ich hatte in der einen Situation, die du, glaube ich, meinst. Xehan war doch der andere. Ja. Ja. Ich entschuldige mich gerade noch für hier. Natürlich war ich das. Das Ding war ja richtig, oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit niemanden gekillt, weil ich gedacht habe, jetzt kommt der Double Kill. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach scheiß drauf, ich habe dann einfach jemanden vor dem Oxygen gekillt. Und dann hatte ich gerade gesehen, wie noch zwei andere Leute von hinten kamen. Aber dann kam dann Gott sei Dank der Report, dann habt ihr mich nicht mehr gesehen. Lull, da habe ich ja aus Versehen beide richtig gecallt. Hast du richtig gecallt, ja. Ich hatte kurzzeitig noch Angst vor. Ich war wirklich jetzt die letzte Runde, ich hätte jetzt bei dem nächsten Kill, wenn ich jetzt nichts weiter passiert ist, hätte ich gesagt, Jan ist es, weil du bist mir noch so komisch hinterhergelaufen, als ich da zu dem Admin-O2-Ding rein wollte. Und als dann da Fight da stand, bist du umgedreht. Aber ich meine, klar dreht man auch um, weil man sieht, da ist ja schon einer. Aber das hatte ich hatte gesehen, dass du O2 schon machst und bin deswegen wieder zum anderen gegangen. Ja, das hatte so dieses, okay, ich folge dem oder es Fight, ich kann es nicht machen und dann drehe ich um. Ja. Das geht in beide Richtungen. Aber dann warst du der tot ist. Ich habe an dem O2 eine halbe Minute oder die Hälfte, dreiviertel der Zeit gewartet und dann kam halt einfach keiner, dann kam irgendwann Jan, dann dachte ich, da wird jetzt hoffentlich keiner mehr hinterherkommen und dann kam halt Counterfight auch noch. Ja. Das war auch gesehen, habe ich jetzt gar nicht bekommen. Hast du mich gesehen? Nee, ich habe dich natürlich nicht gesehen. Der Boden aber ich war muss sagen, die Art, wie du dann versucht hast, dich rauszureden, die hat dich doch für mich dann mehr sass gemacht, als ja, Fight scheiße. Geredet hat. Aber was sollte ich noch sagen? Er hat mich ja beschuldigt, also irgendwas musste ich ja sagen. Ja, Dani, die gleiche Situation hatte ich mit Nico vorhin, als ich Flo vor seinen Augen gekillt habe. Was soll ich denn da machen? Soll ich irgendwie jetzt rumrufen? Nein, der hat ihn getötet. Ja, macht ja mehr Sinn, als zu sagen, ja, ich machen, aber das ist ehrenlos. Sie war's. Deswegen spielen wir das ja hier auch, weil wir nicht ehren. Naja, bei Fight hat es vorhin funktioniert, als ich gesagt habe, der andere wurde vor meinen Augen getötet. Absolut. Das war aber auch nur, weil kommt Fight einfach da Fight ist und sagt, wähle eine Zahl zwischen 1 und 10. Das klappt auch vielleicht meistens nur am Ende. Wenn du es am Anfang machst, dann weiß man ja, okay, der hat jetzt gelogen. Ja, ja true. Wenn ich
Mann, einen vom anderen töten und dann lügen und dann sagen, ja, ja, was? Weißt du, das wollte ich noch sagen, was ich eigentlich machen wollte noch, nachdem ich Jan gekillt habe, wollte ich in die Mitte gehen, den Alarmknopf drücken und sagen, dass ich gesehen habe, wie Veit in Dings in Vent gegangen ist. Vent, das sind Pro-Strats, dude. Danke. Wie weit na, ist das Video gut eigentlich? Bitte? Ist da nicht Neues angefangen? Die Aufnahme stoppe ich jetzt, ne? Wir sind bei 1 Stunde 5. Achso. Gut, dann wäre ich auch raus für heute, denke ich. Okay, Aufnahme. Alles klar. Aber mit Confirmation. Dann sage ich an der Stelle auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Könnte dann sein, dass das jetzt erstmal der letzte Part war. Falls jetzt noch ein paar mehr Leute gehen, werden wir es sehen. Ansonsten kommen noch mehr Parts. Wir werden sehen. Aber hier, dieser Part ist zu Ende. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Kakao. Otter rein. Kakao. Tschüssi. Ciao. Tschüss.